Hallo und herzlich willkommen zum Manga Talk von Kapitel 814. Mit dabei, wie immer, der Lars. Jo. Und wir hören dich auch dabei. Und steigen wir wie immer mit der Coverpage ein, nämlich Sakura. Yay! Jawohl. Ich finde die Helme sehr stylisch. Vor allem auf dem Lapin. Ich habe tatsächlich auch erst auf die Helme geachtet, als ich es gelesen habe. Na, Haki, ich hab das sofort gesehen. Ja, auf Doom. Warum trägt Dalton keinen? Habe ich mich auch gerade gefragt. Was soll das? Was ist da los? Das geht so nicht. Wie gesagt, ich finde, dem Lapin steht's. Ja, dem ja sowieso, ne? Oh Mann. Aber sonst? Ja, Kulea ist halt fresh am Zeitung lesen. Wetten, die mussten die Bank da hochtragen. Auch wenn die selber wieder funktioniert. Ja. Ist halt ein Koffer da vorne. Ja. Sind das Kirschblüten da vorne? Hätte ich gesagt. Wollte ich klarstellen. Wir haben übrigens schon wieder eine Zeitung im Bild. Wahrscheinlich ist da auch schon wieder so eine Verschwendung. Wahrscheinlich steht da, dass Jack lebt. Ja, das wird sein. Siehst du das Bild da? Ich denke, Hörner sehen zu können. Das sollte tatsächlich Jack sein. Wenn es jetzt Jack ist, ne? Ja, alles klar. Wenn das jetzt Jack war, ne, bei uns zuerst gehört. Jack lebt confirmed. Bei uns zuerst gehört, alles klar. Ja. Wollen wir dann mit dem Kapitel anfangen? Weiß ich nicht. Dann fangen wir. Also, ne? Ich würde jetzt gerne singen, was Buch singt, aber ich kann nicht singen, deswegen lasse ich das. Weil mir lädt die Seite nicht. Ich hasse die Seite. Ich wollte gerade den Namen sagen, aber das lasse ich lieber. Schick mir mal Güsse den Link von deiner Seite des Vertrauens. Keine Ahnung, ich habe da. Oh, jetzt hat die Seite geladen. Alles klar, ich gucke aber bei dir jetzt. Ja, ich kann auch nicht singen. Also ich kann nicht singen. Also Buch singt auf jeden Fall. Und das ist wunderschön. Es ist wunderschön. Aber wir haben weder Melodien noch können wir singen, also der Buch singt. Feststellung beendet. Ja. Oh, wir sind heute schon wieder so intelligent, ey, wie vor 1000 Jahren, nicht, ey. Wann erfahrt einmal, wo Sanji und Cedar sind? Ja. Frag mich ja, wann Batch merkt, dass er Cedar mitgenommen hat und nicht Caesar. Glaubst du, der wird's versuchen? Ich bin nicht Caesar, ich bin Cedar. Glaubst du, Badge wird drauf reinfallen? Der wird Caesar erstmal durchbohren. Wie Peckham. Weißt du, drauf geschissen. Peckomamushi, alles klar. Ja, noch nicht spoilern. Ich spoilere doch gar nicht. Nein. Ja, und Nami erklärt halt, ja, er wurde nicht gekidnappt, ne? Der wollte weg. Ne? War auf jeden Fall freiwillig. Und Ja. Peckham ist gestolpert. Auf so. So So ein Patronenkugeln, die Ladebrett. in der Luft waren, die abgefeuert wurden. Ja, ne, Nekomushi checkt halt, ne? Da ist Böses im Busch. Das Böse ist im Busch. Ja, die wollen es halt geheim halten und, ne, wir nehmen halt Packers mit, damit halt die Tagidioten sich nicht aufregen müssen. Ich fand es cool, wie er das betont hat. Betont hat. Auf jeden Fall, Nami Aber bedankt. was jetzt doch, ich habe tatsächlich doch eine Frage. Was Ja. heißt Tizzy? Aufregung. Ach, du hast recht. Also damit sie halt nicht so, ne? Ja, keine Ahnung, hatte ich irgendwie kein deutsches Wort zu. Also wenn sich Inuarashi aufregen würde, dann wäre nicht schlimm, aber ne? Die anderen Vollidioten müssen sich ja nicht aufregen. Ja. Finde ich Wofür voll auch, geil. ne? For nothing. Over nothing. Auf jeden Fall, ne, Nami bedankt sich und dann sagt ja Nekomushi, ja, ist kein Ding, ja, ne, wir müssen uns bei euch bedanken und, oh, da, ne, Katzenmütze. Ich hab mich. Oh, ein Eichhörnchen. Und ich war, ich hab mich so bepisst einfach nur, oh, Katzenmütze und weg. Vor Ja, allem, weiß ich was ich. nicht. Ich hab mich, so wie du mir das geschildert hast, habe ich mich tatsächlich nicht bepinkelt. Ich fand nur Ruffy und Zoro in dem Kapitel richtig geil. Ja, ohne Klar, Spaß, was. Nekomamushi mit dem witzigen Shit am Ende fand ich cool. Aber für mich hat dieses
Kapitel irgendwie Zorro überrascht. Weiß ich nicht, Zorro war dieses Mal mein. Ja, mich halt überrascht, dass Zorro noch da ist. Das hat ihn wahrscheinlich selber überrascht. Du musst jetzt. Der wollte wahrscheinlich gar. Der wollte eigentlich schon Sanji retten, aber hat sich geschissen bekommen, ist wieder da gelandet, wo er aufgehört hat. Dann hat er es einfach so verkauft, ne? Wir greifen schon wieder vor, du Arsch. Ja, du hast angefangen. Auf jeden Fall. Du musst dir einfach mal vorstellen, weißt du, der Typ war, sah so übel serious aus, als er Jack angegriffen hat. Man sagt, jeder, der hier angreift, den fress ich lebendig und ist einfach mal 10 Meter groß und springt Katzenminz hinterher. Das ist ja auch eine fucking Katze. Ja. Aber trotzdem. Oh, er sieht immer noch so bedrohlich aus, ey. Oh, Vor allem im geil. Und er nächsten guckt ja wie Bild. so ein Kind, ey. Ja, ohne Spaß. Wieder, ne? Books Lied. Wir haben weder Melodie noch können wir singen. Stell dir einfach da ein tolles Lied von Book vor. Wartet einfach auf den Anime. Ich warte einfach auf den Anime, ja, richtig. Wartet einfach bis 2018. Dann werdet ihr hören, wie es sich anhört. Ja. Auf jeden Fall, ne, Ruffy braucht all deine Konzentration, um diesen Brief zu lesen. Wie es aussieht. Der entfesselt fast Königshaki dabei. Sehe ich ihm an. Er braucht also seine Konzentration, um den Brief zu lesen, ey. Vor allem auch, was diese 5 Zeilen. Bewegende 5 Zeilen, ja. Ich hätte ja tatsächlich gedacht, Ruffy rastet richtig aus. Habe ich Habe mir ich auch jedenfalls ein bisschen gedacht. gewünscht. Was soll er machen? Ausrasten. Ja, weil der hat halt nicht wie bei Water 7 so ein Haus zum Auseinanderreißen. Was soll er denn machen? Ja, der Walwald ist ja noch da. Ja, aber alles, was er zerstören kann, ist ein Lebewesen. Ich fand das so geil. Das ist auf ein paar Seiten weit, ich glaube einer Seite weiter oder so. Ja, wie das Krokodil prügelt. Ja, wie auf das Krokodil schlägt, ey, total geil. Wollen wir das gut ja gucken, weil es so voll pisst und angesackt, aber kann halt nichts dagegen machen. Geil. Also wie gesagt, ich hätte mir da ein bisschen gewünscht, dass er da ausrastet. Also nicht ausrastet, aber ne, lauter wird. Tanji, Fleisch! Dann geht's los. Glaubst du, er wäre dann wiedergekommen? Ah. Man weiß ja nicht, wo sie Munkelt. gerade sind. Vielleicht sind sie gar nicht mehr in Hörweite. Neue Welt, würde ich sagen, ne? Na, apropos hören, ne? Ja, wir haben ja gerade das Lied, ne? Oh, das ist voll witzig. Wobbel fragt so, ja, ist das so wie Nekomamushi ist? Nö. Nope. Das ist so geil. Ja, so stellt er sich ihn vor. Mit dem fettesten Grinsen. Was das Grinsen ist, breiter als das von Ruffy. Das ist irgendwie gruselig. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, es ist verstörend, ein irgendwie, keine Ahnung, also ich, geil. Ich, ja, geil. Auf jeden Fall fragt Ruffy jetzt, ne? Wird er hier heiraten? Und Nami sagt, ja, wissen wir auch nicht. Voll der geile Satz, ey. Perhaps not. Ja, we don't know. Also Nami weiß es auch nicht. Also sie sagt ja, er wollte eigentlich nicht, bis dann, ne? Vito sich dachte, du willst doch. Er wollte Sunny plötzlich doch. Ich Ja. vergesse das Face, wie Sunny aber mal voll pisst war. Oder wie die Zigarette so voll auf den Boden gefallen ist. Und Bad fast Bedrohlich. abgefackelt wäre. Ja. Vor allem sagt er auch, Sunny, ja, Sunny, Ruffy, ja, er hat ja gerade, er will zurückkommen, also wird er seine Braut zurückbringen. Das heißt, ne? Neues Bandenmitglied. Naja, ne? Ich Eher nicht. find Ruffys Art zu denken sehr, sehr gut. Ruffy ist ein optimistischer Mensch. Auf jeden Fall erklärt dann Book halt, ne? Gib es so nicht, dann werden wir zu Big Moms Bande gehören. Apropos neues Mitglied. Müsste Ja. Jinbei nicht einfach irgendwann mal auftauchen? Ja, da habe ich eine Theorie zu. Nämlich Alles da. klar. Nämlich, weil Jinbei ja eine eigene Coverstory hatte, wo er irgendwo hin wollte und immer noch nicht bei der Strohbande ist, ist er vielleicht zu seiner Bande gegangen, die sich bei Big Mom befindet. Warum bei Big Mom? Weil seine Bande zu Big Mom gehört. Ja gut. Und er muss Ja ja noch gut, das Sachen klären. erscheint logisch. Auf jeden Fall, ne? Vielleicht wird sich dadurch noch was aufklären, weil bisher gibt's ja noch keinen richtigen Grund, warum Jimmy einfach so auftaucht. Aber wenn er sich bei Big Mom befindet und Sunny jetzt zu Big Mom kommt
und dann die beiden erstmal sich irgendwie freikämpfen müssen, und dann kommt der Rest der Stufe, und dann gibt's Krieg. Das wäre cool. Alles klar. Dann gibt's Krieg und das wäre cool. Krieg geht immer. Auf jeden Fall, ne? Burger Kletcher, ne? Gehört zu Big Moms Bande dann. Und Buffy sagt so nein und haut einfach vor das Krokodil voll in die Fresse. Das wird geil. Ich glaube, Kaido kommt auch noch zu der Teeparty. Der hat bestimmt so auch noch eine Einladung bekommen. So riecht so eine. Der fällt einfach von der nächsten Sky Island. So rein, jo moin. Ne, ich glaube tatsächlich, Kaido mischt da auch noch ein bisschen. Es wird eine spannende Teeparty mit das. Wenn Sally muss den Tee kochen. Ich habe auch das Gefühl, weil es bewegt sich ja jetzt so langsam, wie du schon gesagt hattest, damals von vor 4 Millionen Jahren. So ist ein Aufbau-Arc. Ja. Die bewegen sich ja langsam wieder von so weg und jo, werden demnächst halt weiterfahren. Fahren. Ich glaube tatsächlich, hängt 3 so auch noch mit da drin irgendwie, weil den haben wir ja auch quasi voll außer Acht gelassen, ne? Ja. Du weißt doch, wer das ist, ne? Ja. Hat sich irgendwie gerade sagen gehört, als ob du keine Ahnung hast, wovon ich gerade rede. Nein. Weiß ich nicht, der, ne? Jack hat den gesucht, Jack hat ihn nicht gefunden. Sanji haut jetzt ab. Kein Mensch weiß, was mit Reiso ist. Ja. Ich weiß halt nicht, ob er da ist. Ich meine, warum sollten die... Nee, das weiß ich auch nicht, aber weiß ich, es wäre doch irgendwie voll dumm. Oder es erscheint mir irgendwie nicht logisch, wenn ein Charakter angekündigt wird, von dem man nicht sieht und der dann trotzdem nicht auftaucht. Hatten wir das nicht schon mal? Stimmt. Mit Jinbei, wo ich gesagt habe, wer Jinbei ist. Und wir ja gut, das ist danach. Gut. Ich glaube, da geht auch nichts mehr drüber, ey, mit 500 Folgen oder was das war, ey. Ja, vielleicht ist der Reise genauso inkompetent wie Kanjuro, wollte sich verstecken und ist eingeschlafen und wird sich derzeit in Bett drin. Alter, was, auf was für... Das wird alles beim Krieg nachher Sinn machen. Hätten wir das nicht schon mal gehabt? Also mit dem Einschlafen. Ja, Aum.